Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen zusammen Tomb Raider. Und ich werde euch durch diese Reise begleiten. Mein Name ist Valon. So, weiter geht's. Hola Germaniste, Kohle Germanische Aktivin. So, Paradox hier. Nächstes Schiff von den Balloni. Wir sind Germani. Genau. Ja, ich glaube da was. Hier war doch der. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr bitten. Hier.
Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Okay. Thank you.
Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Bitte! Das muss alles nicht sein! Lager, Mann. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Ja, diese Dr. Whitman, man. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Ich kann den nicht sehen, Mann. Okay, Lava. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Genau.
irgendwo hier gekommen, Mann. Der andere Mann. Scheiße, Mann. Bist du okay? Was ist das oder was?
Grenze. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Was auch geschieht, ich folge jetzt.
Jo. Shkoj me një pauzë të shkurtër, kthehemi pas së. Nëse jeni në rrugë.